Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Griechenland feiert in diesem Jahr den 200. Jahrestag der Revolution, die den Beginn der Befreiung des griechischen Volkes vom osmanischen Joch markiert. Und Griechenland gedenkt anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls von Hitler-Deutschland der hunderttausenden Opfer, die es durch Besatzung und furchtbare Gräueltaten zu beklagen hat. Deutschland hat auch in Griechenland tiefe Schuld auf sich geladen, und wir müssen mehr tun, um unserer daraus entstandenen Verantwortung endlich gerecht zu werden. Bundespräsident Steinmeier hat sich bei seiner Reise nach Griechenland im Oktober 2018 zu dieser Verantwortung bekannt und die griechische Seite die Gewissheit vermittelt, dass Deutschland sich dieser Verantwortung bewusst ist. Doch in der praktischen Politik folgt diesem Bekenntnis unseres Staatsoberhauptes viel zu wenig konkretes Handeln. Ja, es geht dabei auch um Geld, aber ebenso um politische Unterstützung und ethische Gesten. Politische Unterstützung braucht Griechenland zum Beispiel im Konflikt mit der Türkei, der, wie ich eingangs sagte, eine lange Geschichte hat. Aktuell wird er vor allem durch Gasförder- und Gebietsansprüche der Türkei im Mittelmeer quasi direkt vor griechischen Inseln befeuert. Dennoch hält die Bundesregierung in dieser Situation an der Lieferung von Bauteilen an die Türkei für 6 Jagd-U-Boote fest. Um es klar zu sagen, mit diesen Rüstungsexporten in die Türkei befördert Deutschland die militärische Bedrohung Griechenlands. Und das ist nun wirklich das Letzte, was wir vor dem Hintergrund unserer Geschichte verantworten können. Griechenland empfindet dies nicht zu Unrecht als ein Affront. Also stoppen Sie endlich die Rüstungsexporte in die Türkei. Übrigens gibt Griechenland auch wegen der türkischen Bedrohung prozentual mehr als doppelt so viel Geld aus dem Staatshaushalt für das Militär aus wie wir. Geld, das auch in Griechenland für soziale und ökologische Zwecke viel besser aufgehoben wäre. Dies wäre umso wichtiger, da im Zuge der Finanzkrise unter maßgeblicher Mitwirkung der Bundesregierung die soziale Not in Griechenland zugenommen hat. Deutschland hat an den Krediten zur Rettung der privaten, auch deutschen Banken, die Griechenland bedienen musste und muss, Milliarden verdient, während gleichzeitig in Griechenland Renten und Löhne massiv gekürzt, soziale Leistungen zusammengestrichen und Verbrauchssteuern erhöht werden mussten. Es ist für mich eine Frage, weshalb wir die Milliarden Zinsgewinne aus den Darlehen für Griechenland nicht dafür nutzen, um endlich die Opfer von den von Deutschen an Griechen begangenen Verbrechen auszugleichen, soweit das überhaupt möglich ist. Menschlichkeitsverbrechen und Nachfahren, das müssen wir bekennen, da stehen wir noch in der Verantwortung. Auch übrigens, was den kulturellen Austausch der Jugend betrifft, das Jugendhilfswerk auch für Erinnerungsarbeit muss anders unterstützt werden. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, es ist wenig verwunderlich, dass in diesem Zusammenhang in Griechenland wieder die Frage der Reparation aufkommt. Dazu wird meine Kollegin Hensel etwas sagen. Aber etwas anderes wundert mich. Warum gilt eigentlich der Grundsatz Pacta sunt servanda, also dass Verträge einzuhalten sind, nicht für die Rückzahlung des Zwangskredits, den Nazi-Deutschland Griechenland während der Besatzung abverlangte? Da das Hitler-Regime mit der Rückzahlung schon begonnen hatte, es also selbst als Kredit anerkannt hatte und die Bundesrepublik in der Rechtsnachfolge steht, sollte man nun endlich Verhandlungen mit Griechenland über die Konditionen der Kreditrückzahlung aufnehmen. Deutschland muss sich seiner historischen Verantwortung immer wieder aufs Neue und immer wieder konkret stellen. Gegenüber Griechenland sind dabei bis heute zu viele Fragen unbeantwortet geblieben. Es ist an uns, die Wunden zu heilen.